Vor 5 Wochen sind Janosch und ich in Berlin in einen Zug gestiegen und haben uns auf eine Reise begeben. Doch diesmal ging es nicht in den Urlaub. Wir wollten ein Experiment machen. Wir wollten für eine Weile an einem anderen Ort leben und arbeiten. Unser Ziel ist Warschau, eine Stadt, die uns beiden fremd ist und in der wir bisher niemanden kennen. In diesem Video wollen wir euch mitnehmen auf unsere Reise und euch zeigen, wie wir diese Zeit in Polen erleben. Liebe Gäste, in Kürze erreichen wir unseren nächsten Halt Frankfurt oder dort erreichen Sie alle Anschlüsse wie geplant. Wir bedanken uns bei Ihnen für die Reise mit der Deutschen Bahn. Es ist Ende Februar, als wir Berlin verlassen. Und während ich mich einfach nur auf ein Abenteuer in einem anderen Land freue, ist es für Janosch eine besondere Reise. Er hat Polen vor mittlerweile 40 Jahren verlassen und war seitdem immer nur für ein paar Tage zu Besuch. Jetzt will er zum ersten Mal mehrere Wochen am Stück in Polen verbringen. Janosch, bist du aufgeregt? Ich bin schon seit Wochen aufgeregt. Und jetzt habe ich noch so eine ruhigere Phase, weil jetzt müssen wir erstmal noch nach Poznań kommen. Von Poznań noch eine Stunde bis nach Wrzeszna. Aber von da werden wir mit jeder Stunde näher an Warschau. Und in Warschau geht's los. Du wohnst jetzt viel länger in Deutschland, ja doch, ne? Viel länger in Deutschland als in Polen. Empfindest du Polen noch als dein Land? Ja, total, natürlich. Ich bin in Polen geboren, ich bin in Polen zur Schule gegangen, ich habe in Polen gearbeitet, ich war beim polnischen Militär, sowohl dem kommunistischen, unfreiwillig, einfach eingezogen, als auch dem freiheitlichen. Ich kämpfte im Untergrund gegen den kommunistischen Regime. Und das bleibt einfach, das ist gar keine Frage. Ja. Als wir in Warschau ankommen, ist es schon dunkel. Mit einem Taxi fahren wir zu unserem neuen Zuhause, eine kleine Einzimmerwohnung in Moranów im Norden der Stadt. Witam. Es ist warm und gemütlich, ne? Ja. Die erste Woche in Warschau kommt uns fast wie eine Ewigkeit vor. Das ist das Magische am Reisen. Wenn alles neu ist, dann vergeht die Zeit plötzlich viel langsamer. Jeder Spaziergang, jeder Besuch im Supermarkt produziert neue Bilder und Erinnerungen. Wir erkunden unsere Nachbarschaft, kaufen einige Dinge, die uns in der neuen Wohnung fehlen, und wir treffen einige von euch. Heute ist Freitag, der 1. März. Wir sind jetzt fast eine Woche hier in Warschau. Und heute sind wir mit Beata unterwegs und gehen jetzt Mittagessen. Beata ist Soziologin und lernt Deutsch, weil sie einmal in der Schweiz gelebt hat. Als sie in unserem Podcast gehört hat, dass wir nach Warschau kommen, hat sie mir eine E-Mail geschrieben. Und damit war sie nicht allein. In den nächsten Tagen treffen wir immer mehr Menschen. Mit Piotr, Borzej, Andrzej und Kuba gehen wir Bier trinken. Michał ist Börsenmakler und gibt uns eine Stadtführung. Und dann sind da noch all die zufälligen Begegnungen mit Menschen, die uns auf der Straße ansprechen, so wie Łukasz. Łukasz ist Deutschlehrer, kommt aus einer kleinen Stadt im Süden von Polen und kann es kaum glauben, dass er uns bei einem Wochenendausflug zufällig auf der Straße in Warschau trifft.
Janusz lädt ihn ein, mit uns zu kommen. Und so verbringen wir spontan den ganzen Nachmittag zu viert. Lukas hat gesagt, dass wenn ich mit ihm kein Bier trinke, dann ist er kein Freund von mir. Dzień dobry. Leute, heute ist der 3. März. Wir sind jetzt eine Woche in Polen und ich werde jetzt mal Janusz fragen, wie er die erste Woche fand. Janusz, was mich interessiert ist, sieht Warschau so aus, wie du es dir vorgestellt hast? Nein, eigentlich nicht. Also diese Strecke Nowy Świat und Stary Rynek schon, weil die kenne ich schon, als ich als Kind Warschau besucht habe. Und das ist dann so ein bisschen nostalgisch. Dort, in dieser Ecke, ist Warschau genau so, wie ich Warschau davor gekannt habe. Aber wir entdecken jetzt das echte Warschau, die Viertel hier, andere Viertel in Warschau. Und mein erster Eindruck war, es ist vielfältig. Es ist, in Warschau gibt es nicht wirklich ein Zentrum, so ähnlich wie in Berlin. Aber dafür in jedem Viertel gibt es ein lokales Zentrum. Für die nächsten Wochen nehmen wir uns vor, Warschau noch besser kennenzulernen. Wir fahren Taxi, Scooter, Straßenbahn, aber irgendwas fehlt uns noch, um uns so richtig wie zu Hause zu fühlen. Wir sind jetzt so ziemlich genau 2 Wochen in Polen und endlich haben wir etwas gemacht, was unseren Aufenthalt hier sehr verbessert hat. Wir haben uns Fahrräder geliehen, und zwar dauerhaft, und damit düsen wir jetzt durch die Stadt und erkunden alles. So ein Fahrrad ist schon was Feines, weil jetzt sind wir super mobil und fühlen uns wirklich zu Hause. Und irgendwie verändert das auch den Blick auf die Stadt, wenn man sich mit dem Fahrrad bewegt, statt mit anderen Verkehrsmitteln. Wo fahren wir hin? Wir fahren zu einer Schule. Dort wird Deutsch unterrichtet und die Schüler nutzen unsere Materialien und unsere Videos und haben uns eingeladen. Delegacja. Dzień dobry, panie. Janusz, wer hätte das gedacht, dass du irgendwann nach Polen kommst und Schüler dich nach einer Unterschrift in ihrem Grammatikbuch? Und dann ist da noch die komplexe Geschichte Warschaus, die bei einem Spaziergang durch die Stadt an jeder Ecke präsent ist. Die Teilungen Polens, die Besatzung durch Nazi-Deutschland, der Warschauer Aufstand, das Warschauer Ghetto, der Holocaust, die sowjetische Besatzung und die kommunistische Diktatur. In Warschau scheinen die Spuren der Vergangenheit überall präsent. Und oft frage ich mich, wie Warschau wohl heute aussehe, wenn es nicht von Nazi-Deutschland zerstört und von Sowjetrussland besetzt worden wäre. Die Jahrhunderte der Unterdrückung haben Spuren hinterlassen und die Geschichte Polens unwiderruflich verändert. Hier stehen wir gerade an einem Gedenkstein für das Massaker von Katyn. 1940 ließ Stalin über 20.000 polnische Offiziere und Intellektuelle ermorden. Janusz erzählt mir, dass auch der Vater seines Stiefvaters darunter war. Also sein Vater? Nein, ich hatte einen. Der Vater von deinem Stiefvater ist dort ermordet worden? Krass. Und ich weiß das,
Ich wusste das schon immer, aber dann, es gibt ein Buch mit allen Namen von den Offizieren. Und da steht Władysław Franescu. Es ist kaum zu begreifen, an wie viele tragische Schicksale diese ganzen Denkmäler erinnern. Und ich verbringe einige Nachmittage damit, mehr über die Geschichte Warschaus zu lernen. Einen dieser Nachmittage verbringen Janusz und ich im Polenmuseum, das die Geschichte der polnischen Juden erzählt. Das Museum ist riesig und beeindruckend. Es zelebriert die jüdische Geschichte und die Vielfalt des jüdischen Lebens. Und gerade deshalb haut mich dieser Besuch so um. Erst nachdem man verstanden hat, wie reich und vielfältig das jüdische Leben hier in Warschau vor dem Holocaust war, versteht man, was Europa durch die Verbrechen der Nationalsozialisten verloren hat. 1939 war fast jeder dritte Warschauer ein Jude und jüdische Menschen waren in fast allen Bereichen der Gesellschaft präsent. Sie haben dazu beigetragen, dass Polen ein vielfältiges, reiches Land war. Und dann sind sie auf einmal alle weg, von den Nazis ermordet. Und so fühlt sich der Besuch im Museum an, als würde man einen Film gucken, der in der Mitte einfach so aufhört. Je länger wir in Warschau sind, desto mehr gewöhnen wir uns an den Alltag. Auch wenn wir manchmal noch mit dem Fahrrad falsch abbiegen und plötzlich auf der Schnellstraße fahren. Wir verbringen viel Zeit zu Hause und erarbeiten uns unsere Routinen. Wir arbeiten, gehen einkaufen, waschen Wäsche und erkunden weiter die Stadt. Ich habe jetzt einen Lieblingsbäcker, zu dem ich dreimal pro Woche fahre. Janusz geht zum Friseur, kauft neue Klamotten und spielt Gitarre. Wir verlieren das Gefühl dafür, wie schnell die Zeit vergeht. Und plötzlich haben wir nur noch 2 Wochen in Warschau. Es ist Samstagmorgen und das Easy Polish Team besucht uns gerade in Warschau. Und jetzt drehen wir tatsächlich 2 Tage lang Videos. Also Janusz, ich helfe nur ein bisschen mit der Kamera. Endlich mal eine neue Rolle für mich. Heute bin ich die Kamerafrau bei Easy Polish. Falls ihr Easy Polish noch nicht kennt, checkt mal den Kanal aus. Niemand will mit uns sprechen, Justyna. Pan Makaca, nie chce z nami rozmawiać. Wie sehen denn meine Haare aus, Justyna? Meine nicht viel besser. Etwas, was auch zu meiner täglichen Routine in Warschau gehörte, war Polnisch lernen. Ich wollte mein Polnisch verbessern und ich hätte mich sehr darüber gefreut, so einen Service zu haben, wie der, den unser heutiger Sponsor anbietet. Lingopie ist eine Plattform, die Filme und Serien zum Sprachenlernen aufbereitet. Leider gibt es Lingopie noch nicht auf Polnisch, aber in 6 anderen Sprachen und Deutsch ist einer dieser Sprachen. Ihr findet auf der Plattform ganz viele Filme und Serien, die speziell aufbereitet wurden zum Sprachenlernen. Ihr findet dort 2-sprachige Untertitel, so wie bei Easy German oder Easy Polish. Und das Beste ist, ihr könnt auf diese Untertitel auch noch draufklicken und diese Wörter dann später wiederholen. Es ist also perfekt, wenn man mal richtige Filme in einer Sprache sehen möchte. Und das Tolle ist, über unseren Link bekommt ihr den besten Rabatt, den ihr bei Lingopie bekommen könnt. lingopie.com/easygerman. Probiert das mal aus. 7 Tage könnt ihr es komplett kostenlos testen. Und danach kriegt ihr, wie gesagt, einen super Rabatt.
Die letzten zwei Wochen in Warschau sind super intensiv. Wir bekommen viel Besuch, Janusz hat Geburtstag und wir organisieren Events mit dem Easy German Team. An Janusz' Geburtstag fahren wir mit unseren Rädern durch die Stadt, kaufen ein und gehen essen. Wow, das ist dein Frühstück am Geburtstag, Janusz? Ja. Einen Tag später treffen wir Mikołaj. Mikołaj hört unseren Podcast und ist Dozent für Architektur in Warschau. Er gibt uns einen Blick hinter die Kulissen der Stadt. Und so entdecken wir Warschau nach vier Wochen nochmal aus einer ganz neuen Perspektive. Am Ende kommen auch noch Manuel, Chris, Esti und Rauert vom Easy German Team nach Warschau. Wir drehen Videos, treffen viele von euch bei einem Meetup und wir nehmen einen Videopodcast mit dem deutschen Botschafter in der deutschen Botschaft auf. Am Ende erleben wir hier noch einmal so viel Schönes, dass ich schon fast gar keine Zeit habe, das alles zu verarbeiten. Heute ist unser letzter Tag hier in Warschau und jetzt ist es Zeit für eine Zusammenfassung. Hier seht ihr jetzt die Top 3 Dinge, die Janusz und ich aus dieser Zeit mit nach Hause nehmen. Ich nehme mit nach Hause, dass es wunderschön hier war, aber es gibt nichts, als zurück nach Hause zu kommen. Also du kannst dein Zuhause noch mehr wertschätzen. Es ist überall wunderschön, aber zu Hause ist es immer am besten. Ich nehme mit nach Hause, dass es gar nicht so schwierig ist, eine neue Routine an einem anderen Ort zu entwickeln und sich auch an einem anderen Ort sehr wohl zu fühlen. Und das macht mir richtig Mut und Spaß für die nächsten Reisen und vielleicht auch noch mal für längere Auslandsaufenthalte. Und das, was ich hier noch gelernt habe, ist, dass Polen nicht mehr mein Land ist. Ich bin immer noch Pole und ich genieße die Zeit in Polen und ich verstehe hier alles, aber es ist eine andere Welt. Es ist nicht nur eine Generation weiter, sondern mehrere Generationen. Es ist einfach ein anderes Land. Und ich genieße das auch sehr. Ich gucke es mir sehr gerne an, aber ich gehöre nicht mehr so ganz dazu. Wir verlassen Warschau mit einem riesigen Lächeln auf dem Gesicht. Wir hatten hier eine tolle Zeit und gleichzeitig freuen wir uns total auf zu Hause. Und als würde das Abenteuer gar nicht enden wollen, erleben wir auch auf unserer Rückreise nach Berlin noch einmal einige richtig schöne Momente. Im Zug lernen wir viele Leute kennen und verbringen das letzte Stück der Strecke mit Javier aus Spanien und Egge aus der Türkei im Speisewagen, während es um uns herum langsam dunkel wird. Einen perfekteren Abschluss unserer Reise hätten wir uns gar nicht vorstellen können. Die Leute, die uns zuerst gar nicht erkannt haben, dann später doch zugegeben haben. So, ja, what the fuck? Die Kunst des Reisens. Dann Stolz.